Letztes Mal in Planet Zoo. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Schwanger? Ja, gucken wir mal. Wo ist sie denn? Da. Halt. Nicht da? Hier. Tiere können genau. Schneeleopardenweibchen, ne? Wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Und nun zurück in die Tierwelt. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Ich habe gedacht, während sie erzählt, schauen wir mal diesem wundervollen Wesen hier zu, wie es sich über gefrorenes Blut hermacht und dann einmal quer durch das Gehege eilt. Ach, ist das niedlich, oder? Ist das schön. Nun gut, ja. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen und nicht nur blöd glotzen. Beziehungsweise wir sollten nicht nur blöd glotzen, sondern dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Das wäre jetzt der richtige Satzbau gewesen. Okay. Dann schnappen wir uns einfach diese komplette Seite hier. Und machen da einfach mal... Haben wir überhaupt die Möglichkeit dazu? Höhenmarkierungen. Gehegeumriss, Barrieren. Hier war doch aber irgendwo. Einwegspiegel, genau, da ist er. Wieso waren denn hier die Tore ausgewählt? Das ist ja totaler Käse. Genau, so, Einwegspiegel. Das sollte es jetzt eigentlich schon gewesen sein, oder? Das hier hinten ist ja schon einer, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, das ist auf jeden Fall so einer, weil die Innenseite ist ziemlich dunkel. Das hat aber irgendwie jetzt noch nicht so ganz geklappt. Nochmal bearbeiten. Liegt es eventuell hier dran? Nee. Warum will er das jetzt nicht machen? Ist das hier noch mit ausgewählt? Und wenn ja, warum? Will nicht? Wird ein Tier aus dem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Eröffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Okay, es ging nur um den Blick in die Höhle, in den Rückzugsort selbst, alles klar. Ja, das ist mir jetzt nicht direkt klar geworden. Okay, also wir brauchen Klimageräte. Ja, Gehege ist nämlich auch ziemlich rot hier. Temperatur, dem Tier ist zu heiß. Heizung und Klimaanlagen. Klimaanlagen. Wieso habe ich hier keine? Genau, so Gehege, die Barriere brauche ich nicht bearbeiten. Ich brauche Höhe des Wohlbefindens, ja, für insgesamt der Tierart Schneeleopard auf 75%. Einwegspiegel ersetzen, haben wir gemacht. Öffne die Temperatur. Ach, öffnet die Temperaturansicht, natürlich. wo haben wir denn die Heatmaps? Hier haben wir Heatmaps. Und da schalten wir mal auf Temperatur.
Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Okay. Ja, das ist natürlich auch noch eine wichtige Information. Gut, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kälte hier. Wenn ich mir das hier angucke, das hier ist der Umkreis, wo das wirkt. Das heißt, ich muss ja eigentlich nicht am Rand direkt wieder eins setzen, sondern kann, wenn ich sagen wir hier eins setze. Hat das funktioniert? Ja, offenbar hat das funktioniert. Es kühlt nämlich gerade ab. Reicht das schon, oder? Wollen wir vielleicht den Rückzugsort noch ein bisschen mitkühlen? Okay, machen wir die Heatmaps mal kurz wieder zu und schauen mal. Das sieht doch besser aus. Das Gelände ist für das Tier wenig geeignet. Aber ich bin nicht. Erhöhe das Wohlbefinden für Gelände auf 100%, alles klar. Dann machen wir das mal. Was fehlt ihm denn? Okay, viel zu viel Gras lang. Gras kurz ist okay. Was fehlt uns denn? Jede Menge Fels fehlt uns und Schnee. Da wir hier noch mehr Kühlung haben, können wir hier eigentlich noch mehr erstmal Schnee hinpacken. Und wir sehen jetzt schon, hier schmilzt der Schnee direkt wieder weg. Der bleibt hier gar nicht liegen. Warum? Weil das Klimagerät hier einfach den Boden nicht weit genug abkühlen kann. Das werden wir dann auch noch bei den Wettereinflüssen tatsächlich sehen. Ja? Also wenn es schneit, reagiert der Schnee tatsächlich auch auf die Temperatur. Das heißt, unsere Umgebungstemperatur muss erstmal ziemlich weit absinken, damit Schnee überhaupt liegen bleibt. So, okay. Haben wir immer noch nicht genug Schnee. Mal gucken, inwieweit hier Schnee liegen bleibt. Also ein bisschen was müsste ja noch gehen. Ja, hier schmilzt er zwar schon wieder ein bisschen weg, aber wir sind jetzt im grünen Bereich. Wir müssen nur noch langes Gras loswerden und dafür mehr Fels. Und hier hinten haben wir noch eine Menge langes Gras. Dann setzen wir da einfach mal Fels hin. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt sind wir auf 100%. Oder? Ja, Gelände 100%. Jupp, haben wir. Und jetzt? Jetzt sind wir auch weit über den 75%. Ach, füge 3 Klimaanlagen hinzu. Ich habe hier nur 2 hinzugefügt. Das heißt, wir müssen noch eine bauen. Ansonsten passt das mit unserem Auftrag nicht. Na, dann bauen wir hier hinten noch eine hin. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im ganzen Zoo erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Gut. Okay. Zooverwaltung. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Alles klar, hau rein. Dann suchen wir uns erstmal die raus, die am niedrigsten sind. Oh, hier haben wir bei unseren Wölfen haben wir sehr niedrige Lebensqualität. Da schauen wir doch direkt mal vorbei. Was habt ihr denn für Probleme? Die Lebensqualität durch Futter ist schlecht und durch Spielzeug ist schlecht. Okay. Zu wenig Futter oder... Okay.
Wir haben, glaube ich, eher das Problem, dass hier nicht genug Tierpfleger in der Nähe sind. Oder gibt es hier noch ein anderes Problem? Tja. Wie können wir das am einfachsten jetzt beheben? Stellen wir uns neue Tierpfleger ein? Oder? Was machst denn du? Bist du? Ach, du bist eine Statue. Oh je, ich habe jetzt schon gedacht, der springt mir gleich raus aus dem Gehege. Nee, natürlich nicht. Okay. Was wäre hier jetzt die beste Lösung? Ich würde fast sagen, wir schauen mal. Ich muss mal kurz schauen, wie viele Tierpfleger wir überhaupt haben. Tierpfleger. Ach so, das ist jetzt einstellen. Nee, ich wollte erst mal wissen, wie viele ich denn habe. Mitarbeiter einstellen. Nee, ich möchte gern. Kann ich hier nach Arbeitsbereich? Ich würde jetzt gern sortieren können, dass ich nur Tierpfleger sehe. Aber gut. Vielleicht kommt das noch. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Pendelt, arbeitet. Also wir haben ein paar freie. Und hier ist auch schon einer. Dann benötigen wir wahrscheinlich einfach nur Essenstablett, klein, groß. Dann brauchen wir wahrscheinlich einfach nur mehr davon. Ja, so dass einfach mehr, auch mehr Vorrat da ist. Dann dürfte das besser funktionieren. So, wir müssen mal schauen, ob sich das jetzt einpendelt, so nach und nach. Lebensqualität durch Spielzeug ist noch schlecht. Da schauen wir mal, was könnte denn geeignet sein für Wölfe? Wenn ich jetzt hier einen Filter setze, Eigenschaft Art. Ah! Okay, wir haben hier einen Wolf. Ich hätte gern Spielzeug für Wölfe. Okay. Ein Sprinkler ist ein Spielzeug für Wölfe. Okay. Ein Pappkarton. Kleiner Ball. Kauspiel. Ja, ein Kauspielzeug. Ein Kauspielzeug kriegen sie auf alle Fälle. Ein Hundeball, Futterspender, ein großer Ball. Beute, Duftsack. Ja, warum nicht? Stellen wir mal da hoch. Und vielleicht noch einen großen Ball. Ach, das ist schon auf 100% jetzt. Okay, also brauchten sie nur irgendein Spielzeug. Hatten die offenbar gar keins. Okay, nur das mit dem Futter muss irgendwie noch was werden. Ich muss noch mal nachschauen. Weil diese Sortierung müsste ja jetzt, dieser Filter für den Wolf müsste ja jetzt auch anwendbar sein. Genau darauf. Wasserschüssel, Großwasserleitung. Ach, die haben wohl noch gar kein Wasser. Sehe ich, fällt mir jetzt gerade so auf. Okay, ja, daran könnte es gelegen haben, tatsächlich. Schauen wir mal, ob das jetzt besser wird, weil ich kriege ja nämlich auch die Nachricht, Tiere, oh, Warzenschweine sind auch sehr dehydriert. Woran könnte es denn liegen? Wir haben hier leeren Wasserdruck, wie es aussieht. Nö, 9 von 9 Liter. Wieso sind denn die dann Futterdruck klein? Ja gut, da ist gerade nichts drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir mehr
mehr Pfleger brauchen oder Flüssigkeitszufuhr. Das Tier steht kurz vor dem Verdursten. Tierpfleger erforderlich. Dann Tierpfleger zum Gehege rufen. Aber ganz schnell. Was ist mit dir? Auch. Aber das ist doch... Es ist doch aber Wasser da. Kann ich das hier eigentlich wie früher einfach duplizieren? Ja, kann ich. So. Na, Kollege, was ist denn mit dir hier? Mein Gehalt, dieses Mitarbeitergebäude ist so weit weg, bis dahin bin ich völlig kaputt. Okay. Also haben wir jetzt tatsächlich ein Problem mit der Verteilung der Mitarbeitergebäude. Aber hier ist doch... Ach nee, hier ist nur die Futterzubereitung. Und so weit ist das doch aber gar nicht. Das ist doch hier gleich ums Eck. Dann brauchen wir hier vermutlich... Was haben wir denn hier? Mülleimer Bänke, Transportbeobachtungsgeräte, Mitarbeitereinrichtungen. Forschungszentrum eher nicht. Handelszentrum, Mitarbeitergebäude klein. Das könnte man hier auf jeden Fall noch mit platzieren. Damit er es nicht mehr so weit hat. Ich denke, dass sein Problem ist einfach, wenn er Pause machen geht, dann, ja. Dann passt das alles nicht mehr. Ja, dann braucht er zu lange, bis er wieder hier ist. Und deswegen funktioniert das alles mehr schlecht als recht. Ich hätte trotzdem jetzt gerne meine zwei Warzenschweine mal ein bisschen weniger dehydriert. Wie sieht's denn aus? Hier ist nämlich auch schon wieder leer, genau. Wo sind denn die jetzt? Ich höre sie doch. Ah, hier. Hier haben wir eins. Achso, sie sind auch wieder in Ordnung. Okay. Tier ist schwer dehydriert. Tier steht dem Tode nahe. Das ist das gleiche Tier, oder? Ja, genau. Hat denselben Namen. Ja, die braucht dringend Wasser. Ich werde mal schauen, ob es nicht Sinn macht, hier vielleicht so eine Wasserleitung hinzustellen. Ich meine, wenn die permanent alles versorgen, dann, Tom, geh mal dahin hier. Hopp, schnell. Ich weiß, du bist kurz vorm, aber das musst du jetzt noch schaffen. Also ich glaube, ich meine, die sind jetzt nicht wirklich teurer, gell? Wundert mich auch, weil die Wasserschüssel muss versorgt werden. Das hier scheint sich automatisch nachzufüllen, wenn ich denn eine Wasserversorgung in der Nähe habe. Ich vermute, daran wird es dann im Zweifel hängen. Aber da haben wir doch bestimmt auch eine Heatmap dafür, oder? Wenn die, genau hier, Wasser. Wasserversorgung habe ich hier. Das Gehege selbst ist versorgt, genau. Ja. Okay. Ein Pfeilgiftfrosch leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Ah, dann machen wir mal hier die Heatmap wieder aus. Wo haben wir den Kollegen? Hier, warum? Was ist denn dein Problem? Auch Essen und Wasser. Was bist denn du? Bist du eine Putze oder ein Tierpfleger? Was bist denn du? Tierpfleger? Hm. Also ich komme nicht ins Ziel entfernt, Vivarium. Hey, warum nicht? Was stimmt hier nicht? Also erstmal... Ne, das sieht mir doch aber so verkehrt jetzt gar nicht aus. Ach, da ist es auch wieder okay. Ja, alles klar. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht es denn jetzt insgesamt aus? 75%. Aber dafür hat man ja jetzt auch eine Heatmap, nämlich Tierwohlbefinden. Oh, und das sieht hier hinten ganz, ganz schlecht aus. Was haben wir denn hier überhaupt?
Steppenzebras. Was ist denn euer Problem? Lebensqualität durch Futter und durch Spielzeug. Futter und durch Spielzeug. Da haben wir zu wenig Futter für die und zu wenig Spielzeug. Futter könnte sich nach und nach selber regulieren, eventuell. Ich hätte jetzt gern mal für das Steppenzebra. Ah, wo haben wir es? Da haben wir es. Dann nehmen wir den Wolf mal wieder raus. Da machen wir hier auch gleich mal noch die eine oder andere Wasserleitung hin. Weil das ist auch ein ziemlich großes Gehege. Ja, nicht, dass es dann hier damit dann wieder massiv Probleme gibt. Jetzt, wo wir das wissen, können wir da ja reagieren. So, vielleicht noch ein paar mittlere Futtertröge verteilen. Einer könnte da wirklich ein bisschen wenig sein. Und dann Spielzeug für das Steppenzebra. Reibesäule. Schon sieht es zu 100% gut aus. Das war's schon. Also die sind im Moment noch sehr genügsam, wie es aussieht. Nur Futter müssen wir irgendwie... Es gibt viel zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Das heißt, die Nahrungsaufnahme ist zu langweilig, würde ich jetzt mal vermuten. Wir bräuchten im Prinzip ein Futterspielzeug. Ich glaube, man kann getrost sagen, ha, da haben wir's, dass du den Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber jawohl, müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Okay. Jawohl, alles klar. Würde gut. Der ganze Zoo friedlich vor sich hin schnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen, Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst... Ja, alles klar. Aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles, aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Gut, wir können jetzt im Prinzip dieses Szenario weiterspielen. Ich bin aber der Meinung, wir sollten... Nachdem wir das jetzt abgeschlossen haben, einfach mal gucken, ob wir nicht unser Franchise das nächste Mal in der nächsten Session gründen und von Grund auf unseren eigenen kleinen Zoo aufbauen. Und einen Button möchte ich, bevor ich mich aus dieser ersten Aufnahmesession von euch verabschiede, noch drücken. Denn über den wurde im Vorfeld ein bisschen spekuliert. Hier unten, neben dem Nachtmodus, den wir uns das nächste Mal anschauen werden, ja, fällt mir gerade ein, müssten wir ja auch noch machen, werden wir tun, versprochen, gibt es einen Kamera-Button. Die Frage ist, oh, okay, das ist nur ein Switch für das, was auch die Taste T macht, nämlich in die First-Person-Kamera zu gehen. Ja, das ist jetzt fast schon schade. Warum ist das fast schon schade? Nun, klar, wir können uns hier noch ein paar schöne Eindrücke holen. Ach komm, dann schalte ich auch noch mal schnell auf Nacht. Die Sache ist die, es wurde spekuliert, ob es nicht eine Art Editor geben könnte für Kamerawege, um die vorzuprogrammieren. Oh, da ist ein Tier entkommen. Vielleicht sollten wir doch mal in diesen Zoo zurückkehren und noch das ein oder andere wieder gerade biegen.
Ja, es wurde spekuliert, es könnte vielleicht einen Editor für eine Scripted-Kamera geben, wo wir schöne Cinematics mitmachen könnten. Vielleicht kommt es auch noch. Vielleicht auch nicht. Es gibt Anhaltspunkte, die dafür sprechen. Es gibt Anhaltspunkte, die, na gut, die dagegen sprechen. Weiß ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt weniger, aber wir werden sehen. Wir befinden uns ja schließlich auch erst in der Beta-Version und ja. Damit bin ich aus der ersten Aufnahmesession von Planet Zoo raus. Ich hoffe, ihr hattet an den ersten, na, ich nehme an, wenn ich auf die Aufnahmezeit schaue, 3 Folgen Spaß. Wir haben das Tutorial abgeschlossen und werden dann ab der 4. Folge anfangen, ein kleines Test-Franchise zu eröffnen. Mit einem ersten eigenen kleinen Zoo. Und es wird noch viel flauschiger über die nächsten Wochen. Bis dahin bin ich erstmal fürs Erste raus. Haut rein!